Unglaublich, dass es schon wieder Zeit ist. Perfekt zur Primetime. In Amerika verboten und hier noch nicht einmal erlaubt. Die auf die Wiki für politische Scheiße basierende Show. Die Polsche Wiki Show. Woohoo! Und hier kommen unsere ersten Kandidaten. Kandidat 1, Kandidat 2 und Herzblatt Nummer 3. Okay. Und hier kommt auch schon unser Showmaster. Einen herzlichen Applaus. Die Kandidaten haben nun die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen, bevor die Show beginnt. Die schöne, große, dicke Beule kriege ich da. Oh, haha, da freue ich mich schon drauf. Okay, das reicht jetzt auch und nun geht die Show los. Applaus, meine Damen und Herren. Genannt? Ich glaub das nicht. Früher hat es sowas nicht gegeben. Da hatte man noch Respekt vor dem Ranghöchsten. Hallo? Was ist mit dir los? Bleib bitte mal ruhig. Ich glaub das nicht. Das reicht. Ich könnte gleich explodieren. Was erlaubst du dir eigentlich? Edgeberg, wir haben ein freies System. Das reicht. Wer kann machen, was der will und zu was er Lust hat. Wow! Oh mein Gott! Nein, das ist wirklich. Oh mein Gott! Au! Oh. Scheiße! Ich habe uns viel getötet! Komm, reg dich ab, Mann! Oh mein Gott! Wieso keine Freunde gehabt? Was geht plötzlich? Bleib cool! Keine Panik! Los, keine Panik! Keine Panik! Keine Panik! Verdammte Scheiße! Beruhig dich, Mann! Das geht postkriegsgericht! Das wird postkriegsgericht gehen! Das wird man so spontan denken! Wirklich ab! Das wird ohne mich denken! Das wird man so spontan denken! Komm schon! Ganz ruhig. Wo wurde er geboren? Der Kandidat 2 kam aus Bielefeld. Was? Das gibt es noch? Ich habe einen Landsmann getötet. Einen Landsmann. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, was habe ich meinem Mann angetan? Meine Frau. Mein Sohn. Mein deutscher Schäferhund. Hey, Scheiße. Du hast einen Schäferhund. Wo sind meine Kapseln? Ich mag Schäferhunde. Wo sind meine Kapseln? Hat er aufs Wort gehorcht? Wo sind meine Kapseln? Hat er aufs Wort gehorcht? Das ist unglaublich. Oh, unglaublich finde ich immer sowas. Aber ich habe da mal einen Film gesehen. Das ging auch um so einen Schäferhund. Da war ein Schäferhund im Film und so eine ältere Dame. Das war eine Töle, sage ich dir. Aber der Schäferhund hat wirklich alles gemacht. Alles hat er gemacht. Die Location war ganz dürftig und die Kamera flog. Alles war ganz primitiv in diesem Film. Aber der Hund, der war bei bemerkenswert, dass der alles gemacht hat. Mensch, wie hieß denn der Hund noch? Okay. Denk dran, Leute. Wie war denn das? Denk dran, Leute. Ich bin als Held gestorben. Ich bin in einer blutigen Schlacht, in der es von vornherein aussichtslos war, ums Leben gekommen. Kannst du dir das merken? Scheiße! Schmeckt nach Himbeer! Ich mag die mit Himbeergeschmack doch gar nicht! Ja, genau, das Geräusch tauchte auch mehrmals im Film auf. Genau dieses Geräusch kenne ich! Ja, die Story, die war auch nicht so auf Story steht, denn es ist ein guter Film. Aber es tut ja weh! Wie hieß denn der? Warum sagt keiner, dass das weg ist? Auch einer! Unglaublich! Oh. Ja. Du weißt nicht zufällig, wie der Film ist, oder? Ne? Also, so wie das aussieht, bist du der einzigste Überlebende. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Was? Ich habe gewonnen? Geil.
Was habe ich denn gewonnen? Dann das ist eine ratifizierte, selten, oft kopierte, niemals erreichte, riesenmutierte Killermade. Herzlichen Glückwunsch. Sie hört auf den Namen Drohmagot. Schon wieder ein. Wie gesagt, das war's bis heute. Ja. Das war's wieder mal, Leute. Erfüll dich mit deiner Made und... Der war richtig. Oh, das hätte man sehen müssen. Unglaublich. Also finde ich wirklich Geschmackssache. Also jemand, der. Also die Story und so, die ist nicht, ne? Aber hallo, der Hund. Wow.